Hallo zusammen. Ja, heute nehme ich euch mal mit zum allerersten Restaurantbesuch, quasi nach oder während Corona. Nach wäre schön, wenn schon vorbei wäre. Ja, seit Montag sind bei uns die Restaurants, Cafés und so weiter wieder unter Auflagen geöffnet. Das heißt, beim Betreten ist dann Maske angesagt, beim Toilettengang, die Kellner sollen wohl Maske haben. Ja, es ist natürlich ein bisschen bedrückend oder es ist halt ein bisschen komisch und wir gehen da jetzt mit gemischten Gefühlen oder besonders ich mit gemischten Gefühlen hin. Aber wir haben gesagt, ach, nach den ganzen Wochen der, ich sag mal, Langeweile beziehungsweise dieses Eingeschränktsein, wollen wir jetzt das erste Stückchen Freiheit, was man uns jetzt auch so langsam wieder gibt, einfach mal ausprobieren zumindestens, denn das wird uns ja wahrscheinlich länger begleiten. Ja, und mein Mann und ich haben jetzt gesagt, wir gehen heute zu unserem Mexikaner hier. Da waren wir auch so schon gerne mal. Der ist eigentlich total toll. Wir haben da einen Tisch reserviert und ja, dann schauen wir mal. Ich ziehe mich jetzt um und dann gucken wir mal gleich, wie so ein Restaurantbesuch mit Einschränkungen und Maßnahmen abläuft und am Ende werde ich dann natürlich auch noch ein Fazit ziehen und euch mal sagen, wie es denn jetzt so wirklich war und ob die Maßnahmen, die man da ergreift und ergreifen muss, ob die irgendwie besondere Auswirkungen darauf haben, wie denn das Restauranterlebnis ist. Dann machen wir erstmal diese Maske auf. Also die sitzt überhaupt nicht. Das ist so ein Riesenteil, verlängert von der Arbeit. Ich habe sonst ja immer diese Multitücher um, aber ich wollte das jetzt nicht alles über den Kopf ziehen mit der Spange und so. Da habe ich jetzt mal notbedürftig die genommen. Es ist ja zum Glück wohl nur zum Reintreten und falls man auf Toilette müsste. Vom ersten Essen gehen unter ganz neuen Bedingungen von gestern Abend, ja, ist wirklich durchweg positiv und viel besser, als ich gedacht habe. Ich habe ja gesagt, ich hatte doch schon einige Bedenken, dass das dann alles so ein bisschen komisch ist und dass man das gar nicht richtig genießen kann. Aber dem war nicht so. Also, wie gesagt, rein halt mit der Maske, am Tisch waren keine. Ja, waren halt keine Speisekarten, beziehungsweise diese Papiergetränkekarten, die da immer sind. Die Speisekarte haben die auch sonst immer an den Tisch gebracht. Das wurde dann gebracht. Mein Mann hatte dann noch gesehen, dass die da wohl mit so einem Desinfiziertuch über diese Karten gingen, nachdem die dann zurückgebracht wurden. Von daher, das wird dann halt einfach desinfiziert. Daher liegen die nicht einfach da rum und der Nächste nimmt sie halt. Das hat mich aber auch gar nicht weiter gestört, weil ob die Bedienung nun beide Karten bringt oder ob da noch so ein Ständer steht, wo ich dann direkt gucken kann, das ist ja dann erstmal egal. Die Karten sind ja dann an dem Tisch verblieben, solange wie wir da saßen. Von daher gar kein Problem. Als wir reinkamen, war der Laden wirklich komplett leer. Wir waren also die ersten Gäste, waren aber auch erst eine halbe Stunde, nachdem die geöffnet haben, dort. Wir hatten für 18 Uhr reserviert. Uns ist gleich aufgefallen, dass die nach rechts hin irgendwo Stühle und so weiter so ein bisschen gestapelt hatten in eine Ecke, wo man aber sonst, wenn man dann erstmal gesessen hat, nicht so einsehen konnte. Das heißt, das hat so nicht gestört, aber da sind dann halt wohl die Tische, die über waren, hingewandert. Das Lokal selber war richtig schön oder das Restaurant war richtig schön weiter eingerichtet. Ne? Das war wie immer die schöne Deko halt, das ist alles geblieben. Die Tische waren sehr schön arrangiert. Man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt irgendwie das Ganze mit Corona zu tun hat. Es sah einfach geräumig aus, so wie ich es mir eigentlich wünschen
wirklich für ein Restaurant fast wünschen würde, weil ich das gar nicht so gerne mag, wenn ich irgendwo sitze und dann ist der nächste Tisch wirklich so im Abstand, dass ich dann schon denke, ich würde mit den Leuten zusammen essen gehen. Na, kennt ihr vielleicht auch, es gibt so Restaurants, da ist dann ein Zweiertisch und dann kommt schon der nächste Vierertisch, der ist dann so, dass man da nicht mal durch den Schlitz, hätte ich jetzt fast gesagt, durchlaufen könnte, wenn man nicht gerade so ist. Und das ist mir fast schon ein bisschen unangenehmer als jetzt so, wo das wirklich sehr geräumig war. Auch wenn man mit dem Stuhl mal nach hinten gerückt ist oder so, man hatte nicht sofort den Stuhl an der Lehne von dem nächsten Tisch, der hinter einem stand, sondern da war halt dieser Abstand da. Das war das, was mir aufgefallen ist, aber das ist mir nicht negativ aufgefallen. An sich finde ich die ganzen Corona-Maßnahmen ganz schlimm, in dem Sinne gerade auch dieses niemandem zu nahe kommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel tanzen gehen würde oder so, würde ich es ganz schlimm finden, wenn man auf der Tanzfläche dann angehalten wird, dass man möglichst zum nächsten, der tanzt, da den Abstand hat oder so. Da ist es nicht sinnig. Auch in der Kneipe oder so, wo man gemütlich sitzt, finde ich es ganz furchtbar. Aber für einen Restaurantbesuch war das richtig toll, muss ich sagen. Also fand ich schön, es war eine gemütliche Atmosphäre. Die hatten auch ganz normal schön so Urlaubsfeeling, Musik laufen im Hintergrund. Ja, die Bedienung war super, super freundlich. Wir kennen das halt eigentlich auch schon so, aber man weiß ja auch nicht, wie sind die dann drauf, wenn die die ganze Zeit mit ihrer Maske rumrennen müssen, weil die musste die Maske rumhaben, hatte auch diese Plastikhandschuhe an. Ja, gut, ich sag mal so. Es ist dann schon ein bisschen komisch, wenn sie an den Tisch kommt und man denkt, der wird jetzt gleich eine Krankenschwester dein Essen, mehr oder weniger. Aber sie hat es so souverän gemacht, war so freundlich dabei, fröhlich. Man hat gemerkt, die haben sich halt auch gefreut, wieder Gäste begrüßen zu können, dass das das kleinere Übel war. Also es hat kurz daran erinnert, dass eben alles im Moment etwas anders ist, als man es gewohnt ist. Aber das war nur kurz und als das Essen dann kam, das Essen war so super. Wir haben dann hinterher, wie ihr gesehen habt, noch einen Cocktail getrunken. Also uns hat super gefallen und ich kann nur jedem raten, nimmt diese wiedergewonnene kleine Freiheit, die es ja ist, weil wir brauchen uns nichts vormachen, das ist immer noch alles arg genug, was wir da so, was uns verboten wird oder eben auch erlaubt wird. Also da sind schon noch strenge Regeln, auch wenn sich vieles lockert. Aber nimmt das ruhig an und habt da gar nicht so eine Angst vor. Natürlich muss man ein bisschen gucken, wie ist das Restaurant. Ich habe auch schon Bilder gesehen, irgendwie auch von größeren Städten oder so, wo dann, was weiß ich, jeder zweite Tisch mit so einem Absperrband markiert wurde, dass man sich da eben nicht hinsetzen kann. Ja, okay, das ist dann natürlich nicht so schön, wenn man da sitzt und hat dann sowas die ganze Zeit im Blick. Wie gesagt, eine Kellnerin, die kommt an den Tisch, die nimmt die Bestellung auf, bringt dir dein Essen und dann sitzt du da und hast eigentlich ein relativ normales Bild, wenn du die nicht ständig irgendwo hinterher guckst. Der nicht ständig hinterher guckst. Aber wenn dann da die Tische oder so, jeder zweite Tisch, wenn da irgendwo Flatterband rumfliegt, als wenn du denkst, du wärst hier irgendwo an einem Tatort oder so, ist das natürlich nicht so schön. Aber probiert einfach vielleicht mal euer Lieblingsrestaurant aus, jetzt in Corona-Zeiten, weil die brauchen das. Sonst ist irgendwann gar nichts mehr da und keiner weiß, wie lange das jetzt noch alles so geht, dass wir diese Sachen trotz der neu gewonnenen Freiheiten noch alle mit uns machen oder machen müssen. Und deshalb, ich möchte nicht ewig darauf verzichten und nehme das dann eher in Kauf, als dass ich dann jetzt noch weiter zu Hause nichts mehr mache, außer hier rumzusitzen. Ja, und wie gesagt, ich fand es ganz schön. Vielleicht habt ihr ja bei den Bildern, die wir so gemacht haben, wir konnten dann, weil sich nach und nach sehr gefüllt hat, nicht mehr so im Raum filmen. Ich wollte da einfach keine Leute filmen. Aber es wurde dann recht gut gefüllt. Es waren auch dann fast alle Tische, die zur Verfügung standen, irgendwann besetzt. Also es wurde auch so gut angenommen. In diesem Sinne, war das endlich mal wieder ein Video von draußen, von was Positivem. Am 30. Mai haben wir Hochzeitstag und können jetzt doch was machen. Und zwar haben wir Karten für dieses Miniaturwunderland in Hamburg und da freuen wir uns schon drauf. Werde da natürlich auch ein bisschen filmen und mal gucken, was der Tag in Hamburg dann noch so bringt. Also es geht so langsam zumindest ein bisschen wieder voran. In diesem Sinne, genießt das, was ihr genießen könnt und dann hören wir uns im nächsten Video.